Wir sind heute hier in der Nähe von Frankfurt in den wilden Wäldern mit Volkswagen-Nutzfahrzeugen und haben eine Menge Spaß mit deren Allradantriebssystem. Ja, wie man das hier auch schon im Hintergrund sieht. Ein ganz herzliches Willkommen heute zu automativ.de. Mein Name ist Benjamin, wie immer. Wir sind heute im tiefsten Wald in der Nähe von Frankfurt auf einem Riesengebiet der Größe Liechtensteins und Luxemburg zusammen sogar mit Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Und wir testen hier die Allradantriebe, die 4Motion-Antriebe, die bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge im letzten Jahr fast ein Fünftel des gesamtverkauften Volumens ausgemacht haben. 88.000 Fahrzeuge im Ganzen. Und hier im Hintergrund, da sieht man den VW-Bus, der hier mit einem anderen Fahrwerk ausgestattet ist, mit 6 cm mehr Bodenfreiheit zum Beispiel. Wir haben hier auch noch Caddy-Modelle und Amarok-Modelle, die wir hier probieren und ausprobieren dürfen, hier mitten im Wald auf nicht präparierten Strecken teilweise. Und was diese Fahrzeuge alles können, das sehen wir jetzt. Wir sind jetzt im Hintergrund mit dem neuen VW-Bus Rockton, in der Ausführung Rockton unterwegs. Der hat eine um 6 cm erhöhte Bodenfreiheit, wie man hier im Hintergrund sieht. Ein paar Fahrwerksteile von einem Spezialanbieter, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden, wenn wir durch die Autos dort auf dem Hof durchgehen werden. Und wie man sieht, man kann mit dem ganz schön ins Gelände, wie man auch vorhin schon bei der Wasserdurchfahrt gesehen hat. Und auch hier mit den Hinterrädern richtig tief in matschigen See rein. Und mal sehen, ob wir noch rauskommen nachher, das werden wir gleich sehen. Wir sind hier gerade mit dem VW-Bus Rockton mit Hinterachssperre und wie ich schon gesagt habe, 3 cm erhöhtem Fahrwerk und die Radreifenkombination, die bringt dann nochmal 3 cm, also insgesamt 6 cm. Und Bodenplattenunterfahrschutz sind wir hier an einer Steigung, die normalerweise, ich halte die Kamera etwas höher, normalerweise nur mit dem VW Amarok eigentlich gedacht war hier. Aber wir dachten irgendwie, möglicherweise geht das auch mit dem Fahrzeug hier. Ein bisschen Show ist auch dabei natürlich. Aber es ist tatsächlich beeindruckend, weil da hinten sind extrem krasse Spuren im Schlamm, im festen Schlamm. Und es wird so langsam trocken und dann wird es so wie Zement. Deswegen muss man hier schon aufpassen, dass man hier nicht versinkt. Hier ist jetzt auf jeden Fall die Schwierigkeit, dass die Traktion hier nicht mehr gewährleistet ist, weil die Spuren einfach viel zu tief sind. Und jetzt rutscht, man sieht schon, jetzt rutscht das Auto einfach deutlich zu weit nach rechts ab, dass wir hier
gescheite Traktion kriegen. Und hier muss man auf die Systeme halt komplett verlassen. Und noch ein bisschen Geschick walten lassen, damit man hier diese Spuren, die wir hier auch nochmal sehen, durchkreuzt. Und jetzt fahren wir ganz schnell. Was wir jetzt hier im Hintergrund haben, sind ganz spezielle Umbauten von einem Unternehmen, von einem Drittzulieferer quasi, der für Volkswagen Umbauten macht und den Volkswagen auch weiterempfiehlt. Seikel ist sein Name, das hatte ich vorhin schon erwähnt, nicht mit Namen, aber auch der Rockton, der hat Teile von Fahrwerksteile von Seikel verbaut. Hier im Hintergrund sieht man einen VW T5, leider in alten, noch weil durch die Höherlegung um 20 cm und mit Portalachsen, also richtig krass, das werden wir gleich noch sehen, da bekommt man beim T6 die EU6 Abgaswerte beim TÜV nicht mehr hin. Deswegen kann man technisch, mechanisch das Fahrzeug T6 bekommen, aber für Deutschland, für Europa, für die meisten europäischen Märkte leider nicht mehr zugelassen. Wir schauen uns das Fahrzeug jetzt etwas näher mal an. Hier unten sieht man dann die Portalachsen. Funktioniert im Prinzip ganz einfach von der Theorie her. Man hat keine Achsen, keine normale Achse, wie man sie vom Fahrzeug kennt, sondern man hat eine höher gesetzte Achse, die an den zwei Seitenrädern von Getrieben quasi übersetzt werden. Also die Achse, die läuft oben, dann kommen an jedem Rad nochmal Getriebe hinzu, die quasi die Antriebsstange übersetzen, die Kräfte anders verteilen, also vertikal dann runter verteilen. Und so bekommen wir hier diese extreme Bodenfreiheit, die dann noch mit Stahlplatten, Unterfahrschutz, alles drum und dran ausgestattet ist. Eins weiter haben wir im Hintergrund einen VW Amarok stehen, einen neuen. Da haben wir auch wieder eine Höherlegung um ganze 20 cm, wieder mit Portalachsen, auch wieder ein Umbau von Seikel. Die gleiche Konstruktion, außer das Differential in der Mitte. Das sieht man jetzt noch nicht ganz so gut. Ich zoome mal ein bisschen ran. Da haben wir noch, genau hier ist das Differential, hier steht das. Da haben wir auch total geschützt durch Bodenplatten. Das haben wir bei dem T5 hier rechts nicht. So ein krasses Differential, das ist nur beim Amarok erhältlich und wirklich in krasser Ausfertigung.